So, dann geht's weiter mit der nächsten Runde Space Engineers. Ja, nachdem jetzt in den letzten Folgen ja ein bisschen viel kaputt gegangen ist und wir ein bisschen rumgefeilt haben, hoffe ich jetzt einmal, dass wir das Ganze gut reparieren können. Und in Zukunft dann einmal ein bisschen, ja, müssen wir ein bisschen vorsichtiger fliegen, beziehungsweise generell vorsichtiger mit dem Ganzen umgehen. Ob das Ganze klappen wird oder nicht, wird sich rausstellen. Ich denke mal, es wird schwierig werden, aber ja, probieren wir es einfach mal. Wisst ihr, so kannst du in Luft schweben, ohne Probleme. Aber wenn man irgendwie vom Gas runtergeht oder so, dann knallt das Ding mit Vollgas auf den Boden. So, mal kurz noch drehen. Nicht so drehen. Ah, noch ein bisschen höher, glaube ich, müssen wir. So. So müsste es. Wieso passt das so nicht? Wieso geht denn das nicht? Weil es innen ist? Nein. Wieso geht das Schiff langsam runter? Hä? What? Was macht denn das bitte? Erzähl mir jetzt bitte nicht, dass es die Gravitation, dass es so schrittweise runterkommt. Okay. Wieso kann man das hier nicht platzieren? Warte mal, hier oben. Wall Detector ist auch schon fast kaputt. Wieso geht es da oben oder nicht? Achso, ich glaube da unten war auch noch einer, oder? So ein Konvoyer. Warte mal. Ich hab den ein bisschen hoch. Glatzen. Ja, schnell Konvoyer dran klatschen. So. Kommt das noch schnell ran. So. Haben wir zumindest schon mal das Ding hier dran. Ich glaube, ich hätte es. Ich hab's falsch gemacht. Das macht ja keinen Sinn, wie es aktuell drin ist. Ah, nicht. Nein. So, einmal. Dann haben wir hier nochmal einen Konvoyer drauf. Schmeißen wir den schnell. Und dann kommt hier nochmal ein Ding drauf. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich finde, ich sollte langsam die Panzerstahl so einführen oder. Weiß nicht. Irgendwie gegen so Noobs wie mich oder so, die dann überall rein crashen und was weiß ich. Das ist, glaube ich, ganz nützlich. Weil ich bin irgendwie ein bisschen zu unfähig, das Ganze immer so ein bisschen einzuschätzen und generell irgendwie abzubremsen und keine Ahnung. Das ist ein bisschen blöd gemacht, sag ich mal. Hier sind Batterien, die sind fast leer teilweise. Ich weiß nicht, wie man die auffüllt. Ich weiß nicht genau, ja, was man mit denen macht. Ob man die auch auffüllen kann, keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal nicht, dass es jetzt einen großen Nachteil für uns bringt. Oder dass es jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwas zerstören wird. Ich hoffe einfach mal nicht. Jetzt warte mal ganz kurz. Wir haben hier, was haben wir hier? Das ist für den Trieb nach hinten. Das ist nicht ganz fertig, glaube ich, oder? Wir brauchen mehr Motoren. Shit. Gut, müssen wir kurz schauen, dass wir immer noch ein paar Motoren vielleicht nachcraften können. Die gehen letztens schon aus. Shit, wir haben kein Nickel mehr. Okay. Das heißt, wir müssen praktisch erstmal Nickel farmen. Unser Schiff ist aktuell kaputt, das heißt, wir müssen es im Prinzip von Hand farmen. Gut, Vorteil im ganzen Ding ist, wir können nicht wieder die halbe Base oder das halbe Schiff zerstören oder das ganze Schiff zerstören. Ich glaube, es soll einen Hund bekommen, um zu sterben. Genau. So. Oh, das Schaltwerk funktioniert wieder? Nice. 6 Meter unter uns. Hallo? Können wir irgendwie crushen oder so? Wow. Okay. Funktioniert gerade nicht so ganz, wie ich es mir gerade vorgestellt habe, aber. Ist alles noch ein bisschen buggy, wie ihr gerade vielleicht sehen könnt. Zum einen ungewohnt, zum anderen ein bisschen buggy noch. Es funktioniert leider nicht so ganz, wie es eigentlich sollte. Normalerweise sollte hier ein bisschen mehr passieren, aber gut. Ja, ich meine, wir kommen schon ans Ziel und so, also keine Sorge. Läuft schon. Mehr oder weniger.
Wie ist unser Inventar? 3, wow. Okay. Man muss sagen, hier auf die Erde zu fahren ist wahrscheinlich 1000 Mal, ja, ist jetzt mal angenehmer. Weil man hier einfach nicht diese ganzen Teile hat, die durch die Gegend fliegen und keine Ahnung, die man nicht aufsammeln kann und was weiß ich. Denke ich mal, ist einfach ganz cool, weil man verliert dann nicht einfach so viele Ressourcen. Aber der braucht ja noch ein bisschen am Rumbacken jetzt. Aber es geht, alles super. So, das ist endgültig voll. Ganz gut, dass wir ein bisschen Chatpack Energy hatten. Sonst hätten wir uns irgendwie hochbauen müssen oder ich weiß nicht. Ja, ich hoffe jetzt auf alle Fälle auch mal auf einen Optimierungsupdate von denen. Weil im Moment sind die FPS und einige Bugs hier schon ziemlich nervig. Sollten irgendwie schon langsam mal ein bisschen behoben werden. Aber generell, ich hoffe, die arbeiten dran. Also. Ja. Und auch so was die Steuerung von Schiffen und so angeht, sollten die echt nochmal ein bisschen Hand anlegen. Also da gibt es noch, ja, ich muss sagen, einiges zu optimieren. Also fehlt schon noch ein bisschen was. So. Produktion sollten weiterlaufen, genau. Oh, perfekt. Jetzt fehlt Eisen. Oh. Okay. So, wo sind denn jetzt unsere Motoren? Hier sind sie. Nickel, ah, ist da, okay. Ja. Man fliegt hier trotzdem mega weit. Ich weiß nicht, die Steuerung oder das vom Springen her und so kommt es irgendwie vor, als hätte ich hier keine Gravitation. Also ich weiß nicht, aber springt irgendwie übertrieben weit. So, jetzt haben wir schon mal einen Antrieb nach vorne. Das heißt, braucht man einen Antrieb nach hinten eigentlich. Oder mal kurz unten haben wir einen, zwei, drei haben wir. Fehlt da einer? Ja, da fehlt einer. Okay. Okay, wir sollten vielleicht erstmal einen Antrieb nach vorne hinbauen. Dass irgendwie ja, benutzbar ist. Warte mal, wie bauen wir so ein bisschen hin? Irgendwie so. Warte mal, drehen wir das um. Ich weiß, das war jetzt gerade kein wirklich super Antrieb und so, aber muss das erste Mal reichen. Oh, 130 Motoren. 134 Motoren sogar. Wo kriegen wir 134 Motoren her? Ja. Brauchen noch einiges an Eisen auf alle Fälle. Warte mal, wir brauchen da ein paar mehr. Also sehen wir, wie wir das brauchen. Also Nickel reicht, das heißt, wir brauchen noch einiges an Eisen. Gut. Glücklicherweise ist davor noch Eisen. Ich glaube, die haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und haben so geschaut, ja, was wird man als erstes brauchen? Was geht als erstes aus oder was? Ja. So nach dem Motto und haben es dann immer schon mal hier angelegt. Zumindest die Arten halt. So, ups. Eisen, hier, hier, nein, hier, okay. Wow, ah, perfekt, direkt Eisen. Schön. Also, das Rumlaufen ist noch ein mega buggy. Ich kann mir gefasst, wenn ich hier rumlegen oder so. Schaut euch das an. War früher nicht so. Ich kann nicht mein Headset auf. Ich weiß nicht mal, was für Geräusche das aktuell überhaupt macht. Das sind Partikel, also die kann ich einsammeln scheinbar. Ich frage mich gerade Nickel oder Eisen? Oder beides? Also aktuell frage ich jetzt glaube ich Eisen. Vorausgesetzt ich würde es einsammeln. Schaut
Studenten, ha, Freunde, das ist Wahnsinn. Es geht mega schnell. So, Stein, tropfen wir mal kurz hier runter. Eisen, machen wir Eisen. Sind wir noch irgendwo Eisen? Wir fahren die Eisen ab, aber kriegen nur. Was ist das? Stone. Sieht aus wie krass. Ist auch krass. So, können wir irgendwie rauf. Ein bisschen durchcrushen schnell. So. Tun wir überhaupt Ding drauf? Ja, komm. Ein paar Schritte weiter. Standbild. Schlecht. So. Jetzt geht's drauf. Okay, alles nicht so einfach. Es wäre natürlich noch cool, wenn man irgendwie. Ja, wie soll ich sagen? Ja, wie schreibt man das am besten? Irgendein Jetpack hätte, was vielleicht einfach auch auf der Erde nutzbar ist, also zumindest bei Gravitation. Wobei man sagen muss, auf dem Mond oder auf einem Planeten oder auf irgendeinem Asteroiden, wenn man einen Gravitationsgenerator aufbaut, dann hat man im Prinzip auch Gravitation von 1G. Und dort Schiffe landen, so ist kein Problem. Gut, ich weiß nicht, ob das ist einfach, ob künstliche Gravitation ist da einfach nicht so stark da ist oder generell nicht so eine große Rolle spielt, das weiß ich nicht, kann sein. Aber, ja. Finde ich halt, gibt es noch so ein, zwei Sachen, die man schon verbessern sollte. Aber gut, jetzt haben wir mal unsere Motoren gleich fertig. Was schon mal sehr nice ist. Ja, geht das super schnell, also. Gut, ich habe jetzt auch die Assembler Speed und so relativ hoch gestellt. Weil ich mir einfach dachte, gut, Erde und so, vielleicht nochmal. Ja, was hab ich gemacht? So, hier. Weil ich nicht mehr gedacht habe, sagen wir so. Beste Beschreibung, glaube ich. So. Ja, ich weiß, ich glaube, es ist ein blöd hier zu bauen, aber sorry, geht nicht anders. So, dann macht den Thruster für unten. Taucht er so ein bisschen ein. Ich muss noch ein bisschen kurz verschieben. So. Ich muss aber auch sagen, das Schiff ist ein bisschen komisch gebaut, also. Ja. Besten wäre es natürlich, wenn man es komplett umbauen würde. Aber nein, jetzt habe ich es falsch gebaut. Toll. Wieso versinkt das die ganze Zeit wieder so? Verstehe das nicht. Aber ansonsten. Ja, so. Sollte man nicht da hinten genug Bodenfreiheit haben, um das mit Thruster ranzubauen. Hoffe ich mal. Oder? Ja, perfekt. Welche Richtung muss ich? Ich glaube andersrum, oder? So muss ich, genau. Also, wir brauchen auf alle Fälle so viel Auftrieb von unten, wie nur irgendwie möglich ist. Weil, wenn nicht, seht ihr direkt selbst, weil wir dann wieder ein Problem haben. Genau, die Items reichen, das ist schön. Materialkosten sind einfach mal so krass irgendwie. Ich verstehe nicht wieso, aber. Ich meine, das ist ein kleines Schiff und 144 Motoren dafür. Weiß ich nicht, aber. Kommt mir persönlich ja schon ein bisschen viel vor, also. Naja. So, nehmen die gleich alle mit, wenn es geht. So. Gut, theoretisch ist das Schiff dann damit eigentlich wieder einsatzbereit. Vorausgesetzt, wir haben nichts vergessen. Gut, dann ist die falsche Farbe, aber das ist nicht schlimm. Da können wir auch noch ein paar kleine dran bauen. So.
Ja, wie es vorher war. Ich glaube, da waren auch solche Dinger dran. Dafür genug Material, ja. Die kosten komischerweise wieder relativ wenig. Gut, die bringen natürlich auch nicht viel. Ja, also reicht trotzdem nicht. So, die Large Steel Tubes. Wo sind die? Die sind da. Die wiegen so viel, da kannst du eigentlich nicht viel mitnehmen, weil, ja. Das Inventar ist dann praktisch sofort wieder voll und ich weiß nicht. Ich überlege gerade die Batterien, die wir mal aufladen und mal das mit einem. Ah, ich weiß schon. Mit Hydrogen war das, oder? Bin nicht sicher. Nehmen wir auch Oxygen mit und Hydrogen. Ah, jetzt fühlt es. Ja, gut, schlecht. Inventory. Cockpit, schlecht. Das ist kein Ding. So, jetzt warte mal kurz. Wollen wir hier das, irgendein Inventar oder so? Haben wir das hier? Muss ich irgendwie mal reinkommen, oder? Bin ich blöd. War es oben? Bauen wir schnell irgendwas hin. Ist nicht verfügbar. Bauen wir das Ding hier an. Geht das irgendwie? Ist zu groß, man kann nicht rausspringen. Alles klar. Eine Treppe. So muss das. Haben wir nicht irgendwie einen Zugriff? Wir haben doch hier ein Lager, oder? Hier ist ein Container. Oder so, das ist eine Art. Wir haben keinen Zugriff zum Container, weil der irgendwie ganz komisch gebaut ist. Schlecht. Ich mach das Schiff rein. Von unten haben wir, glaube ich, Zugriff eventuell. Ich schaue, ob ich das hier irgendwie ganz vorsichtig drauf landen kann. Bis. Okay. Das war wohl nix. Kann vielleicht auf der Unebenheit landen. Okay. Ja. Ja, wir bauen uns am besten da was ran. Tja, blöd. Ein bisschen. Gut, normal sollten da unten vielleicht noch ein Connector dran sein oder irgendwie so eine Art. Würde Sinn machen. Ich überlege halt, wie ich zum besten park, dass wir da rankommen. Ist gar nicht so einfach. Ich meine, ich will sie keine Flugmanöver fliegen und das irgendwie hier so seitlich an die Station irgendwie dran kleben. Weil ich Angst habe, dass das ganze Schiff dann wieder gleich mit Schrott oder so. Ha, ich brauche hier irgendwie eine Möglichkeit, das Schiff einfach aufzuladen. Muss hier keine super Lösung sein oder so. Warte mal, wir kommen sogar dran. Oder? Ja. Easy. So, machst du das mit irgendwas? Oxygen. Das Ding hat einen Oxygen Generator. So, Hydrogen. Mach damit irgendwas. Los, bitte. Komm. Wie genau das funktioniert? Braucht man dann noch einen Tank oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Batterien selbst noch nie benutzt. Müssen nochmal googeln. Aber jetzt sind wir eh schon am Ende der Folge und ich werde das noch schnell googeln und dann schauen wir einfach mal. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Space Engineers LP.